Für 8 Brötchen Knuspersemmeln, 10 Gramm frische Hefe, 320 Milliliter Wasser, 300 Gramm Dinkelmehl, Klammer auf Type 630, Klammer zu, 150 Gramm Buchweizenmehl, 50 Gramm Haferflocken, 6 Esslöffel Olivenöl, 50 Gramm Polenta Gris, Sellerieschnitzel, 1 mittlere Sellerieknolle, Meersalz, 5 Esslöffel mittelscharfer Senf, 1 Esslöffel Sambalölig, 1 Esslöffel Kartoffelstärke, 75 Gramm Semmelbrösel, mit 25 Gramm gemahlenen Mandeln vermischt, 3 Esslöffel pflanzliche Margarine, Klammer auf Alsan, Klammer zu, 2 Esslöffel Sonnenblumenöl, Rucola-Salat, 300 Gramm Rucola, 8 bis 12 Cornichons, 1 Zitrone, 5 Esslöffel Sonnenblumenöl, 1 Esslöffel Agavendicksaft, 1 Esslöffel mittelscharfer Senf, Meersalz. Die Zugabe eines härteren Getreides macht Brotteig wunderbar knusprig. In früheren Rezepten habe ich dafür schon Polenta-Grieß genommen, hier hat Hartweizengrieß den gleichen Effekt. Und wer keinen Weizen mag oder verträgt, kann natürlich auf Polenta-Grieß ausweichen. Die Schnitzel können aus allen festen Gemüsesorten gemacht werden. Sellerie bietet sich einfach wegen seiner Größe an, aber rote Beete, Goldballrüben oder Steckrüben sind eine tolle Abwechslung. Knuspersemmeln, die Hefe in Wasser auflösen. Die restlichen Zutaten bis auf den Polenta-Grieß einarbeiten und zu einem elastischen Teig kneten. In einer fest verschließbaren Schüssel 30 Minuten ruhen lassen, anschließend erneut durchkneten. Den Teig in 8 gleich große Stücke teilen und auf der mit Polenta-Grieß bestreuten Arbeitsfläche zu Teiglingen drehen. Den restlichen Grieß auf die Semmeln streuen. Die Teiglinge auf einem mit Backpapier belegter Sackblech auf 3 cm dicke Platt drücken. In eine Plastiktüte gelagert weitere 30 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Die Brötchen mit Wasser bepinseln und mit einem Messer 3 bis 4 Streifen in die Oberfläche schneiden. Sofort in den Ofen schieben und die Semmeln 12 Minuten anbacken. Die Temperatur auf 180 Grad reduzieren und weitere 8 Minuten golden backen. Sellerieschnitzel, den Sellerie oben und unten gerade schneiden, schälen und in 8 Scheiben, Klammer auf 6 bis 7 mm dicke Klammer zu, schneiden. Die Sellerieschäben in kochendem Salzwasser 3 Minuten blanchieren, abgießen und ausgebreitet ausdampfen lassen. Senf, Sambalölig und Stärke mischen. Die Schnitzel damit beidseitig bestreichen und in der Semmelbrösel-Mandelmischung wenden. Die Schnitzel in einer beschichteten Pfanne im heißen Öl golden ausbraten. Rucola-Salat, den Rucola waschen und trocken schleudern. Die Cornichons in dünne Scheiben schneiden. Die Zitrone waschen, trocken reiben und etwa ATL-Schale abreiben, den Saft auspressen. Zitronensaft und Schale Öl, Agavendicksaft, Senf und Salz zu einem gebundenen Dressing mixen. Anrichten, die Semmeln aufschneiden und mit den Schnitzeln Salat, Cornichons sowie jeweils 1 Esslöffel Dressing füllen.